Hallo zusammen. Selbst begeisterte Online-Käufer wissen nicht, welche gefährlichen Dinge es im Netz mitunter zu kaufen gibt. Wir haben eine ganze Reihe davon in diesem Beitrag für euch zusammengestellt. Und Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Ihr Gebrauch kann ernsthafte strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Lasst uns loslegen. Schaut euch dieses ausgeklügelte Gadget an, das nur für $30 zu haben ist. Mit diesen ferngesteuerten Magneten kann man zum Beispiel ein Baumblatt oder ähnliches am Nummernschild befestigen und schon ist man vor der Blitzeranlage sicher. Und sollte man einen Verkehrspolizisten aus der Ferne bemerken, dann kann man die Magnete per Knopfdruck deaktivieren. Einfach genial und illegal. Für Verkehrssünder mit dickeren Geldbeuteln gibt es auch ausgefallene Spielereien, wie etwa diese ferngesteuerte Vorrichtung, die per Knopfdruck ein Nummernschild verdeckt. Es gibt auch andere Varianten, bei denen man ein Nummernschild ebenfalls per Knopfdruck im Nu austauschen kann. Der ganze Spaß kostet weniger als $100. Man muss nur aufpassen, dass die Technik einen nicht unmittelbar vor einer Polizeikontrolle im Stich lässt. Gehört ihr zu den Menschen, die ihre Schlüssel andauernd zu Hause vergessen? Dann solltet ihr euch dieses Werkzeug genau ansehen, wenn euch die $300 dafür nicht zu schade wären. Das ist ein Elektropick, ein elektrisches Gerät zum zerstörungsfreien Öffnen von Schlössern, mit dem man sich Zutritt zu jedem Raum verschaffen kann, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen. Selbstverständlich darf es nicht in die falschen Hände geraten. Und da stellt sich die Frage, warum so etwas eigentlich im Handel erhältlich ist. Dieses Gerät sollte ebenfalls nur an vertrauenswürdige Personen verkauft werden. Und man sollte ihre Vergangenheit nicht weniger gründlich durchleuchten als die der Bankkunden, die einen Kredit beantragen. This lock we can unlock. Lock. I don't wanna show you. I will show you actually. So sieht eine Kombination aus Elektropick und Decoder aus. Das bedeutet, dass man damit alle möglichen Fahrzeugschlösser innerhalb von ein paar Sekunden öffnen kann, ohne sie zu beschädigen. Werkzeuge wie dieses werden vor allem in Autowerkstätten gebraucht, wo Autos ständig ohne Schlüssel entriegelt werden müssen. Leider können auch durchtriebene Autodiebe durchaus $900 für so ein Wunder der Technik ausgeben, zumal es eine weitere Superfunktion besitzt. Nachdem ein Schloss aufgesperrt ist, zeigt das Gerät den alten Code an, der in einen neuen geändert werden kann. Natürlich kann es auch als Zündschlüssel eingesetzt werden. Damit wäre die Figur von Nicolas Cage in nur noch 60 Sekunden bestimmt in nur 20 Sekunden fertig geworden. Was glaubt ihr, warum alle Ladendiebe von solchen Boostertaschen träumen? Nein, es handelt sich nicht um edle Markenwaren, auch wenn man dafür zwischen 150 und $300 hinblättern muss. Das sind spezielle Taschen, deren Innenseite mit mehreren Schichten Aluminiumfolie ausgekleidet sind. Dies sorgt für eine elektromagnetische Abschirmung mit dem Ergebnis, dass elektronische Sicherheitsetiketten da drin nicht von den Detektorenantennen am Ladenausgang erkannt werden, sodass der Dieb den Tatort ungehindert verlassen kann. Solltet ihr jemand mit so einem schlüsselförmigen USB-Stick in der Nähe eures Computers erwischen, seht bloß zu, dass derjenige ihn nicht einsteckt. Es ist so, dass dieses $50-Gerät sämtliche Daten auf euren PC in wenigen Minuten löschen könnte. Aber es könnte euch auch nützlich sein, wenn ihr beispielsweise vorhabt, euren Laptop zu verkaufen, ohne dessen künftigen Besitzer irgendwelche Easter Eggs dazulassen. Besonders gefragt ist dieser Datenwischer bei Firmenbetreibern, die hin und wieder ihre alten Rechner verkaufen und für die Sicherheit ihrer firmeninternen Daten sorgen müssen. Sind euch schon mal Leute als verdächtig aufgefallen, die Brillen ohne Sehstärke tragen? Nein?
Das sollten sie aber, denn zuweilen verbergen sich hinter Smart Glasses keine harmlosen Hipster, sondern echte Spione, die mit derartigen Spionagegeräten nicht nur die Stimme ihres Gegenübers aufzeichnen, sondern auch sein Gesicht filmen könnten. Das Gadget verfügt über 32 GB Speicher, der für ganze 10 Stunden Video reicht, liefert gute Audioaufnahmen und hat sogar einen guten Bildstabilisator. Die Qualität der Videos ist also ausreichend, um einen YouTube-Kanal zu betreiben. Der Spaß kostet rund 60 US-Dollar. Allerdings ist die Brille nicht so leicht zu ergattern, denn wie sich herausstellt, gibt es heutzutage ganz viele Möchtegern-Kollegen von James Bond. Erinnert ihr euch an die Szene aus Harry Potter und der Orden des Phönix, in der Harry und seine Freunde es versuchen, die Ordensmitglieder zu belauschen? Wenn sie wüssten, was Internet ist, wäre ihr Leben viel einfacher. Denn im Web kann man zum Beispiel so ein Gerät kaufen. Man drückt es gegen die Wand, steckt die Kopfhörer ein und lauscht, was im anderen Raum vor sich geht. Bei Bedarf kann das Abgehörte aufgenommen werden. Der Preis, den ein Stalker zahlen muss, um intime Einblicke in die Privatsphäre seiner Nachbarn zu erhaschen, ist eigentlich gar nicht so hoch. Nämlich etwas weniger als 300 Dollar. Würde euch eine Person verdächtig vorkommen, die mit so einem Stift zu einem Treffen mit euch kommen würde? Sicher nicht, obwohl euch in dieser Phase des Videos inzwischen so ziemlich alles suspekt erscheinen dürfte. Natürlich ist es kein einfacher Kugelschreiber. Das Gerät verfügt über ein hochempfindliches Mikro mit Rauschunterdrückung. Es hat 32 GB Speicher, was für knapp 400 Stunden Audioaufnahmen reicht. Mit einer Ladung hält es bis zu 14 Stunden und wenn man es mit Einverständnis der Mitmenschen benutzt, kann es sehr nützlich bei Meetings, Vorlesungen oder Interviews sein, zumal man dafür nur 40 Dollar hinlegen muss. Ihr habt sicherlich Horrorgeschichten über Betrüger gehört, die nur davon träumen, eure Kartendaten an einem Geldautomaten abzugreifen. Also, das sind keine Horrorgeschichten, sondern Realität. Wenn man einen bekannten chinesischen Online-Marktplatz besucht, findet man dort Dutzende Geräte zum Ausspähen von Kredit- oder EC-Kartendaten. Wie hier zum Beispiel. Fällt euch nichts Verdächtiges auf? Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Kriminelle bringen an Automaten ein zusätzliches Lesegerät vor dem Karteneinschub an, das man gar nicht bemerkt. Der einzige Weg, sich vor dem Datenklau zu schützen, ist, entweder Geld nur an sicheren Orten wie Bankfilialen abzuheben, die rund um die Uhr Video überwacht werden, oder gar keine Geldautomaten zu nutzen. Oder ein Anti-Skimming-Gerät übers Internet zu bestellen. Ja, so etwas gibt es tatsächlich. Fällt euch nichts Komisches an diesem Riemen auf? Man beachtet, dass diese Schnalle kein Dorn hat, die normalerweise ins Loch gedrückt werden müsste. Es liegt daran, dass als solcher ein Messer fungiert. Dieses ungewöhnliche Selbstverteidigungsmittel ist für 80 Dollar zu haben. Mit diesem Gadget kann man, ohne sich fürchten zu müssen, sogar um 2 Uhr nachts in einem menschenleeren Park joggen gehen. Von außen betrachtet sieht es wie ein ganz normaler Ring aus, doch der Schein trügt. Wenn man den Mini-Schlagring zusammendrückt, gibt er eine starke elektrische Entladung ab, die einen Angreifer auf der Stelle außer Gefecht setzt. Und es kostet gar nicht so viel, nämlich weniger als 20 Dollar. Dieses Gerät kann man noch leichter vor einem Angreifer verstecken. Guckt mal, es sieht doch aus wie ein handelsüblicher Lippenstift. In Wahrheit ist es eine weitere wirksame Selbstverteidigungswaffe, mit der man einen Schläger per Knopfdruck neutralisieren kann. Sie lässt sich genauso leicht aufladen wie ein iPhone und kostet nur 17 Dollar. Mal Hand aufs Herz, hattet ihr als Kind die fixe Idee, dass euer Zimmer mit versteckten Kameras gespickt wäre? Tja, wenn sie euch bis heute nicht loslässt, dann ist dieses Gerät genau die richtige für euch. Für 150 Dollar könntet ihr euch ein Gerät zum Aufspüren von versteckten Überwachungskameras zulegen, das mit LED-Technologie funktioniert. Das Tollste daran ist, dass es sehr klein ist, wodurch es mit auf die Toilette oder mit auf eine Reise genommen werden kann, wenn man Angst davor hat, dass man von einem Vermieter oder einem Hotelmitarbeiter ausspioniert werden könnte. Mit so einem Ding in der Hand verwandelt man sich automatisch in den Protagonisten eines Actionstreifens wie Spy Kids. Könnt ihr etwas Ungewöhnliches an dieser Uhr erkennen? Wenn ihr das Spionagegerät von vorhin hättet, hättet ihr sofort feststellen können, was daran faul ist. Die Uhr hat eine eingebaute HD-Kamera, die automatisch aktiviert wird, sobald Bewegung im Raum ist. Sie funktioniert mit einer Lithium-Batterie, die allerdings schon nach 9 Stunden Betrieb gewechselt werden muss. Das ist sicherlich unpraktisch, dafür kostet das gute Stück aber nur 50 Dollar.
Diese Glühbirne funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Die darin verbaute Kamera überträgt das Live-360-Grad-Bild aufs Handy und die Glühlampe leuchtet automatisch auf, wenn es im Raum zu dunkel wird. Der Spaß kostet rund $20. Damit könnt ihr zum Beispiel eure Katzen rund um die Uhr überwachen, wenn ihr auf einer Geschäftsreise seid. Wisst ihr, wem diese Armbanduhr in Steampunk-Optik sicher gefallen würde? Lehrern und Eltern. Es handelt sich um ein tragbares Gerät zum Blockieren drahtloser Netzwerke. Via Seitentastenkombination kann sich der Nutzer alle verfügbaren WLAN-Netze in der Umgebung anzeigen lassen und per Knopfdruck ausknipsen. Eigentlich wurde die Smartwatch entwickelt, um WLAN-Netzwerke auf Schwachstellen zu testen, aber wie ihr euch sicher denken könnt, werden sie nur selten für ihren eigentlichen Zweck verwendet. Damit kann man Studenten am Spicken bei Prüfungen hindern, einen Teenager, der sich etwas zu Schulden kommen ließ, bestrafen oder einen Kaffeebesucher vertreiben, der nur eine Tasse Kaffee bestellt hat und stundenlang an seinem Notebook herumsitzt. Das Gadget kostet übrigens nur $60 und ist bei Amazon bestellbar. Dieses Device dagegen gehört in eine ganz andere Preisklasse. Es kostet nämlich über $5000. Aber Promis, erfolgreiche Geschäftsleute oder reiche Spinner, für die es gedacht ist, könnten es sich sicher locker leisten. Es ist nichts anderes als ein Wanzenaufspürgerät für den Privatgebrauch. Es ist hochempfindlich, wodurch es innerhalb weniger Sekunden Radiosignale in der Umgebung des Benutzers detektiert und damit alle möglichen Abhörgeräte aufdecken kann. Und wenn es eine Wanze geortet hat, gibt es ein charakteristisches Signal ab. Was denkt ihr? Muss man nervös werden, wenn man ein Auto mit solchen Blaulichtern vor sich sieht? Natürlich nicht. Dieser Kerl hat bestimmt ein Polizeistroboskop für etwa $30 auf Amazon erworben. Das geht wirklich ganz einfach. Aber der Spaß wird spätestens dann ein Ende haben, wenn ihn ein echter Streifenwagen oder ein wachsamer Passant begegnet, der sich sein Autokennzeichen notiert und an die zuständige Behörde weitergibt. Hoffentlich kommt der Stroboskopbesitzer nicht auch noch auf die Idee, so etwas zu kaufen. Ihr habt ein solches Gerät bestimmt schon mal in Komödien über Jugendliche gesehen, die sich zu viele Sherlock-Holmes-Filme reingezogen haben und gerne Privatdetektiv spielen. Richtig, das ist ein GPS-Tracker, den man am Auto der zu überwachenden Person unmerkbar anbringen kann. Er kann aber auch für gute Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel, um im Alltag über den Aufenthaltsort einer älteren Person mit Gedächtnisproblemen, die weglaufen und sich verirren könnte, oder über den eines Kindes ständig auf dem Laufenden zu sein. Die Funktionsweise ist ganz einfach. Man kauft sich eine SIM-Karte, legt sie ins Gerät ein und kann es anschließend per Google Maps in Echtzeit orten. Bei Bedarf kann man den Tracker sogar anrufen, wenn man hören will, was um die überwachte Person herum gerade vorgeht. Allerdings sollte man, was die Sprachqualität betrifft, nicht zu viel von dem $5-Gerät erwarten. Das ist ein spezielles Set, das man an ein Motorrad, Auto und sogar an einem Lastwagen montieren kann, um die Passanten zu beeindrucken. Die Auspuffflamme kann bis zu 1,5 Meter lang werden. Der Spaß kostet etwa $200. Allerdings sollte man sich neben dem Flammenwerfer wahrscheinlich auch einen zusätzlichen Feuerlöscher zulegen. Achtung, hier ist ein Device, mit dem jeder Pranker seine Karriere beginnt. Das ist eine winzige Soundkarte, die die Stimme in Echtzeit verändern kann und dabei eine Auswahl von mehreren verschiedenen Stimmprofilen bietet. Okay. This is the first sound. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Man kann das Geschlecht, das Alter ändern und sogar die menschliche Gestalt ablegen und in die Rolle eines Monsters schlüpfen. Das Gadget kann zusammen mit einem Smartphone oder einem Notebook sowie mit einer Spielekonsole von PS5 bis Nintendo Switch benutzt werden. Der Kostenpunkt $40. Nostalgiker, aufgepasst! Da
Das hier ist ein Pocket Chip, ein Minicomputer, der so groß wie ein Taschenrechner ist und ungefähr $150 kostet. Dabei eignet er sich für alle möglichen Aufgaben, von Musik machen bis Doom zocken. Und wenn man noch dazu mit einem Lötkolben umzugehen weiß, dann kann man seine Funktionalität fast bis ins Unendliche erweitern. Man kann das Gerät beispielsweise mit Lautsprechern oder größeren Akkus ausstatten. Wenn es sich irgendetwas aus diesem Video zu kaufen lohnt, dann nur das. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf ähnliche Dinge im Internet gestoßen seid und vergesst bitte nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Bis bald! Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.